Nach seiner umstrittenen Wiederwahl, die Wahlbeteiligung lag unter 50%, ist Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolas Maduro für eine weitere Amtszeit vereidigt worden. Seine zweite Amtszeit beginnt trotz vorgezogener Wahlen aber erst am 10. Januar 2019 und dauert bis 2025. Mehrere lateinamerikanische Länder haben das Wahlergebnis nicht anerkannt. Maduro hat die Freilassung von Regierungsgegnern in Aussicht gestellt. Gleichzeitig wird das Militär gesäubert. 15 ranghohe Offiziere wurden im Vorfeld der Wahlen verhaftet. Die Anklagen lauten auf Verrat, Meuterei und versuchten Putsch. Wegen der schlechten Versorgung der Bevölkerung gärt es im Militär. Nach monatelangen Protesten der Opposition mit 125 Toten hatte Maduro letztes Jahr das Parlament praktisch entmachtet, indem die Opposition die Mehrheit hatte. Der venezolanische Oppositionskandidat Falcón forderte wegen Unregelmäßigkeiten Neuwahlen.